Herzlich willkommen zu Telemed Spezial. Wir haben insgesamt drei dieser Spezialsendungen für Sie vorbereitet. Und es geht um zahnmedizinische Themenstellungen, genauer um Implantate. Und das ist ja tatsächlich ein Renner-Thema im Moment, wenn man auf die Zahnmedizin blickt. Interessant ist das Thema vor allen Dingen auch aus wirklich medizinisch handfesten Gründen, also nicht nur aus ästhetischen, wie viele das meinen. Gast im Studio ist heute bei mir Dr. Andreas Valentin. Und wenn ich Sie mit all Ihren Titeln vorstellen wollte, dann hätte ich wahrscheinlich viel zu tun. Das Wichtigste ist sicherlich, dass Sie eine Zahnklinik in Mannheim haben, eine private Zahnklinik, in der es auch Betten gibt, also wo man wirklich auch liegen kann. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mir das letzte Woche mal angeguckt. Und normalerweise denke ich, man geht zum Zahnarzt und geht dann anschließend wieder nach Hause. Aber vielleicht kommen wir in der Sendung noch drauf, warum es im einen oder anderen Fall wirklich angezeigt sein kann, dass man sich dann auch vielleicht mal für ein oder zwei Tage ins Bett legt. Und der ein oder andere Fall ist da vielleicht auch sozusagen prädestiniert dafür. Implantate, für was taugen sie eigentlich? In welchen Situationen verwendet man sie? Ja, zahnärztliche Implantate haben eigentlich in den letzten Jahren einen regen Wandel durchlaufen. Zunächst einmal wurde die Implantologie so bis Mitte der 80er Jahre geprägt von der Versorgung zahnloser Ober- und Unterkiefer, weil einfach die Prothesen schlecht gehalten haben. Und heute weiß man, bedingt auch durch die letzte klinische Forschung, dass man mit Zahnimplantaten Knochen nach der Zahnextraktion sofort stabilisieren kann. Das heißt also, dort, wo man nach einem gezogenen Zahn sofort ein Implantat einsetzt, geht der Knochen nicht mehr zurück, das Zahnfleisch geht nicht zurück. Und dies stellt eine Möglichkeit dar, für den Therapeuten Ästhetik und Funktion gleichzeitig zu erhalten. Jetzt haben Sie beides schon angesprochen. Ich finde besonders spannend, dass eigentlich so wirklich die medizinischen Gründe manchmal ganz deutlich überwiegen, weil so im Volksmund denkt man ja wirklich dran, hey, du hast hübschere Zähne, wenn du dir ein Implantat machen lässt. Das ist sicherlich der Fall, aber wo liegen denn so wirklich die medizinischen Gründe? Nun, die medizinischen Gründe liegen sicherlich einmal darin, dass wir mit dieser Maßnahme den menschlichen Kieferknochen, der nach der Zahnextraktion ja massiv um bis zu 50% innerhalb von 8 Wochen verschwinden kann. Oder das ist ganz wichtig, das sollte man wirklich nochmal betonen. Das heißt, der Kiefer geht zurück oder was passiert da? In dem Moment, wo Sie den Zahn aus dem Kiefer entfernen, kollabiert der Kiefer innerhalb von 8 Wochen um bis zu 50%. Das heißt, er verschwindet durch Resorption, wie man das so schön sagt, und ist unwiederbringlich einfach weg. Und das versuche ich eben aufzufangen, indem ich gleich den Kiefer wieder belaste. Richtig. In dem Moment, wo ich also in dieses Loch etwas einbringe, was diesen Schrumpfungsprozess stoppen kann, bleibt die Morphologie, das heißt das Aussehen des Kiefers und die Form und die Funktion erhalten. Das heißt, die Ästhetik ist sozusagen das Add-on, also das, was dann vielleicht hinterher noch dazukommt. Wie muss ich mir es praktisch vorstellen? Was machen Sie, wenn Sie ein Implantat setzen? Nun, es gibt, wie schon angedeutet, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, und das wird heute meistens favorisiert, die sogenannte Sofortimplantation. Das heißt, wenn ein Zahn entfernt werden muss, wird am gleichen Tag in der gleichen Sitzung das Implantat gesetzt. Das ist von der Ästhetik, wie schon angesprochen, als auch von der Funktion her die beste Variante. Oder die sogenannte Spätimplantation, wenn der Zahn seit vielen Jahren fehlt, wird dann unter Betäubung, das heißt, der Patient bekommt lokal eine Spritze, wird das Zahnfleisch eröffnet, es wird ein Knochenbett angelegt und das Implantat wird letztendlich dann eingebracht, wie ein Dübel, den man in die Wand setzt. Und dieser Dübel muss dann einige Zeit, einige Monate einwachsen, bevor er dann belastbar ist. Das ist wirklich ganz spannend. Wir haben ja auch so diese Modelle hier auf dem Tisch mal mitgebracht und daran kann man ja sehen, es ist eigentlich tatsächlich nichts anderes als eine Schraube, die in den Kiefer kommt. Wie hält die da fest? Hier macht sich die Natur oder auch die Technologie sich eines ganz entscheidenden Prozesses zunutze. Und zwar kommt es zu dem Prozess der Verknöcherung des Implantates durch biochemische Vorgänge. Das wollen wir vielleicht noch mal genauer zeigen, weil dazu haben wir eine Animation vorbereitet, die das eigentlich sehr, sehr gut auch veranschaulicht, wie tatsächlich dieses Implantat, also wie es eine solche Schraube, ein solcher Dübel im Kiefer mithilfe dieser biochemischen Prozesse festwachsen kann. Ja, und hier sehen wir genau die Schraube, die also behandelt wird mit einer
speziellen Bestrahlung. Und dann entsteht eine Oberfläche, die eben ganz zerklüftet ist. Und wir sehen hier nochmal, das wird beschossen, also quasi dieses Material ist ja eine Titanschraube. Und dann entsteht eine solche zerklüftete Oberfläche. Und das Spannende dabei ist, die sieht im Grunde aus wie ein Knochen. Ich glaube, das ist wirklich das, was eben typisch für diese Implantate ist. Und dann wird die Schraube dann später in den Kiefer eingebracht. Und dann ist eben diese Oberfläche dafür zuständig, dass die Zellen dort relativ schnell festwachsen. Wir sehen hier also, das ist ein ganz normales Werkzeug. Das muss natürlich abgestimmt sein auf den Kiefer und muss genau, passgenau sein. Also es gibt ja wahrscheinlich auch, das muss individuell abgestimmt sein auf den jeweiligen Patienten, oder? Ja, diese Werkzeuge sind im Prinzip vorkonfiguriert, aber sie sind extrem passgenau. Das heißt also CNC gefräst bis auf den Mikrometer genau, damit das Implantat auch entsprechend exakt in der Knochenkavität dann sitzen kann. So, und jetzt sind wir schon sozusagen im biochemischen Prozess mittendrin. Also an dieser Oberfläche sehen wir da natürlich das Blut fließen. Und es bildet sich in relativ kurzer Zeit, bildet sich eben schon ein Gerüst aus, das sozusagen die Vorbereitung des späteren Knochens dann ist. Also mit Hilfe von Fibroblasten, wie die Experten dann sagen, entsteht eben ein Gerüst. Und dieses Gerüst nimmt dann später die Nährstoffe aus dem Blut auf und es entsteht ein fester Knochen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir in diesem Geschehen eigentlich entdecken, dass der Knochen hinterher fester ist, also dass das Implantat fester im Knochen drin sitzt, als wir das vorher gedacht haben, also fester noch als ein Zahn. Das ist richtig. Also einen Zahn kann man zum Beispiel immer ziehen. Ein Implantat, wenn es mal festgewachsen ist, können Sie mit der Zange nicht mehr entfernen. Sie können an drei festgewachsenen Implantaten das ganze Körpergewicht aufhängen, ohne dass das Implantat dadurch anfängt zu wackeln. Woran liegt das? Es liegt einmal an dieser massiven Oberflächenvergrößerung, die, wie Sie gesehen haben, durch diese besondere Behandlung gewonnen wird, die einige 100% über der Oberfläche eines normalen Zahnes liegt. Und ganz einfach daran, dass wir am Implantat keine Fasern haben, sondern das Implantat ist praktisch wie betoniert im Knochen und von daher auch wesentlich stärker belastbar als ein eigener Zahn. Gibt es ein Risiko dabei? Gut, Risiko beim Implantat ist sicherlich zu sehen, dass das Implantat, sage ich mal, nach dem Eingriff vielleicht Probleme verursacht, dass es Schmerzen gibt für ein, zwei Tage. Das ist aber wie bei der Zahnextraktion auch. Dann kann man entsprechend medizieren und der Patient ist dann die ersten zwei Tage, sagen wir mal, vielleicht zu Hause, hat eine leichte Schwellung, aber dann ist er letztendlich auch wieder schnell gesund. Ein Patient, der es ganz besonders gut ertragen hat, den wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Wir haben einen Film vorbereitet mit einem Patienten, der schon ein sehr kompliziertes Gebiss hat. Und der Fall ist doch ein wenig spektakulär. Möchte ich nicht sagen, aber es ist schon ein aufwendiger Fall und den wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Mithilfe solcher Modelle wird die Versorgung eines Kiefers perfekt vorgeplant. Wo werden die Implantate gesetzt? Welche eigenen Zähne können erhalten werden? Wichtige Fragen, die im Rahmen der Diagnostik und mit Unterstützung durch Abdrücke und Modelle sorgfältig beantwortet werden müssen. Das war auch bei Uwe Sohn so. Er ist ein durchaus klassischer Fall für die Implantologie. Seine Zähne sind im hohen Maße anfällig für Karies. Vor der Operation waren viele bereits überkront oder mit Brücken versorgt. Dort, wo Zähne fehlten, war durch die mangelnde Belastung auch der Kieferknochen schon zurückgegangen. An dieser Stelle war er lediglich 3 mm stark. Also die komplette Zähne habe ich erneuert bekommen. Und ich finde es ein Stück Lebensqualität jetzt mehr, weil ich vorher hatte ich wirklich sehr starke Probleme mit den Zähnen, auch eigentlich viel Schmerzen und die Gefahr war immer bei mir da, wenn ich was gebissen habe, dass da irgendwas losgeht. Und hier hat man die Festigkeit, das spürt man dann hier. Man kann richtig draufbeißen, ohne zu merken, oh, jetzt passiert wieder was, jetzt geht wieder was weg. Man fühlt sich eigentlich unheimlich sicher dann. Wie gehen Sie jetzt heute damit um? Ja gut, ich kann mehr lächeln, weil ich habe jetzt schöne Zähne. Und ich habe dann manchmal immer so ein bisschen, wenn ich gelächelt habe, jetzt lächel ich mal nicht so und heute kann ich herzhaft lächeln. Das ist halt wirklich, Lebensqualität ist sehr gesteigert.
Das Röntgenbild nach der Behandlung. Der Kiefer ist mit Implantaten versorgt. Eine besondere Technik erlaubt in diesem Fall auch, dass durch die Behandlung kein Zahnfleisch verloren geht. Gerade in solchen Fällen ist es eben wichtig, langfristig zu denken. Ich wollte eigentlich wieder richtig kauen können, also richtig beißen können, was ich mich vorher ja nicht mehr getraut habe. Also es ist wirklich ein großer Unterschied. Und von der Behandlung her, ist das alles sehr schmerzhaft und muss man Angst davor haben? Oder, Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe, wo der Herr Dr. Valentin mir gesagt hat, ich bekomme 8 Implantate. Und ich habe mich ja vorher schon ein bisschen informiert. Und da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich ist das nicht schmerzhaft. Und ich war ohne Narkose, habe ich die Implantate eingesetzt bekommen. Und, aber also ich habe wirklich keine Schmerzen gehabt danach. Die Wundheilung, dass ich Diabetiker bin, habe ich auch gedacht, es dauert viel länger, aber es ist also wirklich alles gut verlaufen. Also ich bin wirklich zufrieden. Heute kann Uwes Sohn sich kaum mehr vorstellen, wie seine Zähne vor der Behandlung aussahen. Und keine Frage, der Mannheimer hat heute definitiv mehr Biss. Die Zahnstellung ist optimiert und die Zähne treffen beim Beißen gut aufeinander. Im Kiefergelenk ist nun auch der sogenannte Gelenkspalt zu sehen. Ein gutes Zeichen. Uwes Sohn kann heute wieder kraftvoll zubeißen und hat keine Probleme damit, Zähne zu zeigen. Bei der Kontrolle zeigt sich auch, die Kraftverteilung im Kiefer ist perfekt. Ja, ein spannender Fall. Und was wir im Film noch nicht gehört haben, was mir aber Uwe Sohns, als wir diesen Film erstellt haben, erzählt hat, direkt nach dem Setzen der Implantate ist er eigentlich vom Stuhl aufgestanden, hat sich zu Hause noch 2 Stunden aufs Ohr gelegt und ist dann direkt zu einem der Playoff-Spiele der Adler gegangen. Das ist natürlich nicht unbedingt der typische Patient, aber vielleicht doch ein bisschen was Spektakuläres. Ist es wirklich so harmlos? Also für viele Patienten ist es wesentlich harmloser, als man vorher denkt. Viele haben unnötig Angst davor, weil man denkt, man bekommt was in den Kiefer hinein. Und man hört natürlich auch sehr viel Unangenehmes. Aber wenn es richtig und korrekt durchgeführt wird, sind die Schmerzen, wenn sie überhaupt auftreten, sehr im Rahmen. Das heißt aber auch, dass man im Prinzip relativ locker an so eine Behandlung vielleicht rangehen kann, weil es auch eben vielleicht gar nicht so invasierend oder gar nicht so eingreifend und gar nicht so langwierig ist, wie man das befürchtet. Ich denke, es kommt auch auf die Expertise des Operateurs und des Therapeuten natürlich an, mit welcher, sagen wir mal, Erfahrung er an diese Dinge herangeht, weil vieles liegt im Detail. Und das Detail macht letztendlich den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Jetzt haben wir bei Uwe Sohns gemerkt, der ist zum Adlerspiel danach gegangen. Jetzt haben Sie trotzdem bei sich in der Klinik Betten. Warum? Es gibt, wir haben sehr viele Patienten aus ganz Deutschland, auch aus dem europäischen Ausland. Und für diese Damen und Herren haben wir im Sinne unseres Krankenhauses die Möglichkeit, diese stationär wie in einem Uniklinikum unterzubringen. Und für die ist es natürlich wesentlich angenehmer, wenn sie nicht irgendwo in einem Hotel bleiben müssen, sondern ganz einfach bei uns in fachzahnärztlicher Betreuung. Okay, herzlichen Dank, Zeit verbringen kann. Herr Dr. Valentin. Die 2 Titel finde ich irgendwie ganz normal. Was ich bei Ihnen ganz spannend finde, da steht noch Visiting Professor, also Gastprofessor einer japanischen Universität. Wie kommt man dazu? Na gut, man wird vorgeschlagen für diese Professur. Das sind internationale Gremien, die einen dafür nominieren. Und ist eine besondere Ehre und macht mir auch sehr viel Freude. Ja, ich fand es irgendwie cool. Als Titel ist das was Tolles, Visiting Professor, glaube ich, Nippon-Universität in Japan. Also spannend, ne? Also so ein Titel finde ich schon irgendwie eine ganz interessante Geschichte. Wir beschäftigen uns auch in den nächsten beiden Telemed-Spezialsendungen noch einmal mit dem Thema Implantologie und wollen uns auch der Funktionsdiagnostik, das ist ja ein ganz anderes, wichtiges Thema, sehr aktuelles Thema in der Zahnmedizin, widmen. Und ich denke, dann haben wir wirklich sehr viele der im Moment sehr stark in der Diskussion schwebenden Themen auch abgedeckt. Was für Sie vielleicht noch wichtig ist, wir blenden Ihnen jetzt noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer ein. Dort erreichen Sie Dr. Valentin, wenn Sie noch Nachfragen haben oder wenn Sie vielleicht selber vor der Entscheidung stehen, soll ich mir jetzt ein Implantat setzen lassen oder nicht. Herr Dr. Valentin hat mir bestätigt, dass er auch die E-Mails alle beantworten wird. Haben Sie ein bisschen Geduld. Es kann natürlich sein, dass sehr viele dann jetzt auf einmal kommen. Also info@private-zahnklinik.com, das ist die E-Mail-Adresse und 06211 28 und 3x1 ist die Telefonnummer. Und wie gesagt, wir machen insgesamt 3 Telemed-Spezialsendungen zu zahnmedizinischen Themen. Soweit für heute Telemed-Spezial.